auch das Recht ist längst nicht mehr diese korrektive Instanz, die wir eigentlich erwarten und erhoffen. Also eine Korrektur einer Politik, die vollkommen falsch läuft und vor allen Dingen dem Geist unserer Gesetze zuwiderläuft. Auch da gibt es zunehmend Kumpaneien zwischen Juristen, gerade auf alleroberster Ebene, und der Politik. Und dieser Verlust der Gewaltenteilung, mal abgesehen davon, dass Gesetze kaum mehr über parlamentarische Diskussionen entstehen, sondern dass sie von der Regierung vorgegeben werden und dann nur noch abgenickt werden. Also alle Instanzen der Gewaltenteilung sind im Grunde kollabiert und es gibt nur noch Politik von oben, Top-Down-Politik, gegen den Willen oft der Mehrheit der Bürger. Und man verlässt sich darauf, um auf Ihre Frage der Lügen oder, soll man sagen, der Schummeleien der Politiker noch zu kommen, man verlässt sich darauf, dass alles vergessen wird. So wie ja auch heute, wenn ich das richtig wahrnehme, bei den meisten Menschen schon wieder vergessen worden ist, was zum Thema Corona politisch verantwortet und als Maßgabe durchgesetzt wurde. Die meisten haben es schon fast wieder vergessen. Man beruhigt sich, man nimmt es hin. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich glaube, Adenauer hat es ein bisschen anders gemeint, als es heute benutzt wird, dieser Satz. Aber ich glaube, diesen Satz haben sich die meisten Politiker heute zu eigen gemacht.